so, wie soll ich sagen, was soll ich denn machen und ich kann nichts tun. Und die stehen da und sind wie Kinder, das geht mir ja selber auch so. Packt's also an. Hallo und herzlich willkommen zu den Worten zum Freitag. Ja, in dieser Woche möchte ich in dieser kleinen Serie, in der ich ja immer so meine Gedanken mit euch teile, was mich in der letzten Woche so besonders beschäftigt hat, auf zwei Menschen zu sprechen kommen. Ich habe mir nämlich in dieser Woche kein irgendwie großes politisches Thema oder sonst irgendwas sozusagen ausgesucht, was mich besonders beschäftigt hat, sondern in dieser Woche waren es zwei Menschen, die ich begleitet habe in den letzten ungefähr 8 Wochen bei der Entscheidung, bei der Planung und beim Aufbau von Photovoltaikanlagen mit Speicher, zum Teil auch mit Wallboxen. Das hat mich sehr beeindruckt bei beiden, denn es sind zwei Menschen, die schon etwas höheren Alters sind. Der eine über 70, der andere auf jeden Fall deutlich über 60. Und beide haben sich ja in doch etwas fortgeschrittenem Alter dafür entschieden, viel, viel Geld zu investieren in zwei Photovoltaikanlagen. Das eine Mal waren es so knapp 8.000 Euro und das andere Mal sogar knapp 10.000 Euro, mal mit, mal ohne Wallbox, beide aber mit Speicher. Und beide haben diese Photovoltaikanlagen selbst aufgebaut. In den letzten 3 bis 4 Wochen haben sie sehr fleißig gearbeitet bei sich zu Hause und haben in Akribie mit Planung und mit großem Engagement die Anlagen selber aufgebaut und sind so reingewachsen in dieses Thema und sind so völlig begeistert von diesem Thema gewesen. Wir haben die eine Anlage gestern in Betrieb genommen und die andere Anlage, die wird wahrscheinlich in der nächsten oder spätestens in der übernächsten Woche in Betrieb gehen. Und das finde ich einfach so, wie soll ich sagen, ich möchte das einfach mit euch teilen, weil ich das einfach so toll finde, dass Menschen diese Sache Energiewende, Energieerzeugung, Klimaschutz, aber auch ein Stück weit Geldanlage in die eigenen Hände nehmen und das nicht so wie ich. Ich bin knapp über 50 oder wie viele von euch, die vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind. Es sind natürlich auch welche schon bei euch dabei, die mit Sicherheit über 60 oder 70, vielleicht sogar über 80 sind. Und das finde ich einfach großartig. Aber das so zu beobachten und dabei zu sein und den beiden helfen zu können, das hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht, dass ich das heute mit euch mal teilen wollte. Denn es zeigt eigentlich ganz deutlich das, was ich so auch ein bisschen versucht habe, in den letzten Wochen immer wieder mal anzusprechen, dass dieses ganze Thema Energiewende, Verkehrswende, Antriebswende, Klimaschutz, dass es eigentlich etwas ist, was jeder von uns irgendwo in die Hand nehmen kann. Und sowohl ich als auch Steve, also wir beide bekommen ja auf dem YouTube-Kanal auch immer wieder eine Menge Kommentare so in Richtung, was soll ich denn machen und ich kann nichts tun. Die anderen sind dafür verantwortlich, ich selber kann ja nichts tun. Und wir antworten dann häufig und fragen, ja, also natürlich nicht von oben herab, sondern wir fragen einfach, hast du denn schon mal hieran gedacht? Hast du schon mal daran gedacht? Gibt's vielleicht eine Bürgerenergiegenossenschaft? Hast du mal mit deinem Vermieter und, ihr kennt all diese Möglichkeiten. Und es ist so faszinierend zu beobachten, dass immer mehr Menschen dieses Thema eben einfach in die eigene Hand nehmen und nicht darauf warten, bis es, jetzt sind wir doch wieder bei dem Thema Politik, die Politik handelt, sondern es einfach in die eigenen Hände nehmen und selbst umsetzen. Und wenn ihr mal die Chance habt, dabei zu sein, wenn so ein Mensch oder welcher Glanz in den Augen entsteht, wenn man dann so eine Anlage in Betrieb nimmt und man dem dann sagt, so schauen Sie mal, jetzt hier am Wechselrichter sehen Sie, Ihre Anlage erzeugt jetzt Ihren eigenen Strom und die stehen da und sind wie Kinder. Das geht mir ja selber auch so bei meinen eigenen Anlagen, aber natürlich auch, wenn ich für Kundenanlagen in Betrieb nehme. Das soll aber jetzt hier auf gar keinen Fall ein Werbevideo sein, weil ich schaffe das überhaupt gar nicht. Ich mache das ja nebenberuflich und ich will auch gar keine neuen Anfragen im Moment haben, weil das schaffe ich im Moment alles überhaupt gar nicht. Gerne wieder im nächsten Jahr, aber darum soll es nicht gehen. Aber einfach dieser Glanz in den Augen, das sehen zu können, wie die Menschen begeistert sind und wie, dann war gestern bei der einen Anlage ein Fehler, dass auf dem einen String war keine Spannung und der Reinhard, der war so aufgebracht, oh Gott, was habe ich falsch gemacht, wo ist der Fehler, geht vielleicht irgendwas kaputt, und dann einfach nur festgestellt, es war einfach ein Kabel nicht angeschlossen, das war eigentlich alles.
und dann auch wieder zu beobachten und dann mit dem Speicher und das zu erklären und so. Also ich fand's toll. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Es hat mir aber auch selber wieder Motivation gegeben, in diesem ganzen Thema mit euch gemeinsam weiterzumachen und diesen ganzen Themenbereich Energiewende und Verkehrswende und Antriebswende voranzubringen. Und wenn ich mir überlege, dass da gestern wieder Anlagen in Betrieb gegangen sind, die Menschen einfach, wie gesagt, mit ihren eigenen Händen aufgebaut haben, das finde ich einfach faszinierend. Und diesen Gedanken, den wollte ich mit euch teilen. Und vielleicht ist es für den einen oder die andere von euch auch eine kleine Motivation zu sagen, ja, ich trage mich ja schon lange mit dem Gedanken, da auch mal was zu machen. Macht es einfach. Ich habe es ja schon oft so gesagt. Macht es einfach. Wir können es selber tun. Wir müssen in den allermeisten Fällen gar nicht warten. Und egal, ob es eine kleine Anlage auf dem Balkon ist oder eine größere Anlage auf dem Geräteschuppen oder auf dem Dach oder was auch immer, vieles könnt ihr selbst machen. Natürlich nur wer sich kann, wer sich zutraut, das selbst zu machen. Es gibt viele Dinge, die man dabei selber machen kann oder eben eine Firma zu beauftragen, die das dann macht. Aber dieses Tun, es in die eigenen Hände nehmen, das finde ich einfach schön. Das hat mich diese Woche fasziniert, das hat mich diese Woche begleitet. Das wollte ich mit euch teilen. Und das soll's für diese Worte zum Freitag auch schon gewesen sein. Packt's also an, lasst es uns also, wie auch in den vergangenen Wochen und Monaten, gemeinsam anpacken. Dann wuppen wir die Geschichte. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Worte zum Freitag zu hören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir sehen uns hoffentlich am Sonntag zum Live-Talk mit Steve auf dem Kanal. Ansonsten habt eine schöne Woche noch, habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis bald. Ich sag tschüss. Ciao.